Und mit diesem wunderschönen Sprung von Ron ein herzliches Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu der Carpe Retractum Aufgabe von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Carpe Retractum! Mit meinem Shortcut. Oh. Mit meinem Shortcut, dass ich die Aufnahme starte. Hüpft Ron leider auch. Ich eigentlich mal wegnehmen hier. Springen. Leertaste. Rechte Maustaste. Okay, jetzt sollte er nicht mehr hüpfen. Und dann gehen wir doch gleich mal weiter. Normales, ne? Ja, gehen wir weiter. Wir haben erst 2 von 5 Geheimräumen. Hallo. Warum? Es gab nicht mal irgendwas, wo wir hätten kämpfen müssen. Vielleicht müssen wir jetzt kämpfen. Oh nein! 4 Stück! Warum kann ich nicht mehr... Aua. Hallo. Warum kann ich nicht mehr Flipendo gegen die Viecher verwenden? Boah. Einen haben wir. Ich habe bestimmt von Malfoy geklaut. Aber hier sind jetzt Zauberer, weißt du, und wir haben Imps sind immun gegen alles. Wir sollten Imps gegen Voldemort kämpfen lassen. So. Oh! Da ging doch noch 2-mal Depulso. So geht es doch doppelt. Unser 2. Kesselkuchen. Und Kürbispasti. Geht auch nochmal. Boah, wie viel ist da denn drin? Wie viele Bohnen gehen wir denn hier gleich raus? Ja, und noch eine Bildkarte. Wieder ein Vampir, oder? Wir kriegen hier nur Vampire, glaube ich. Boah, krass. Lassen wir uns auch die gleich mal vorlesen. Blatt wie ein Blatt. Geboren 1923. Bekannt als Vampir aus der Tiefe. Sang mit klangvollem Bass für seine Opfer, bevor er sie in den Hals biss. Oh, das ist doch nett. Das ist ein Service, würde ich mal sagen. Da müssen wir runterkommen. Hallo, Mora! Da müssen wir runterkommen. Wenn ich jetzt hier gleich das Tor runtergeht, ne? Da müssen wir runterkommen. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, haben wir leider nicht. Okay. Aha. Aha. Kürbispasteten. Nice. Das klingt irgendwie schon lecker. Kesselkuchen und Kürbispastete. Oin, oin. Sehr schön. Und weil es hier ein Loch im Boden ist, müssen wir uns rüberziehen. Ich verstehe. Wir müssen uns also langsam dem Ende der Aufgabe nähern, oder? Wir haben doch jetzt schon, ja, 9 von 10, aber nur 3 von 5 Geheimräumen. Ui, ich glaube, wir haben wirklich einen vergessen, mindestens. Carpe Retractum! Carpe Retractum! Ja, da habe ich eine Idee. Lumos! Wir hatten ja schon ein paar gemeine Lumos-Aktionen ab und zu. Könnte schon sein, dass hier noch irgendwo ein Lumos auftaucht. Depulso! Depulso! Jetzt sind wir hier mal alle. Oh, noch ein Schokofrosch, sag mal. Oh, da hinten ist schon Ende. Und dann fehlen uns wirklich schon 2 Geheimräume. Uiuiui, da, wo ich damit leben kann. Das weiß ich ja noch nicht. Springen.
Aha. Nee, da oben gibt's nichts. Kann ich den hier eigentlich nicht benutzen? Schade, wir haben schon zwei Geheimräume verpasst. Das ist wirklich bedauerlich. Und wahrscheinlich damit auch zwei Bildkarten. Und zwei Vampire. Sehr gut, Rom. Und? Yeah. Du hast alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Du kannst also in den Bohnen-Bonusraum gehen. Ja, da gehen wir auch direkt hin. Wie geil. Wow! Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Ganz genau, Ron. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Elasto! Elasto! Oh ne, das war jetzt dumm. Nein! Nein! Ich kann auch nicht, ich kann mich nicht bewegen. Das war jetzt sehr dämlich. Okay, also man kann sich nicht mehr bewegen, wenn man auf den Elastofeldern ist. Boah, wie cool. Und zurück. Ja, sehr schön. Ist wie, als hätte man den Hauspunktepokal gewonnen. Elasto! Wunderbar. Nein, hier waren wir schon. Los, Ron. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Sehr, sehr schön. Wo ich auch gerne ein paar Kürbispasteten hätte, um ehrlich zu sein. Oh, er hat mehr viel Zeit. Also wir kommen hier bald mit mehr Bohnen raus. Direkt nach der ersten Aufgabe. Als wir im kompletten letzten Teil gesammelt haben. Hat es auch gerade noch Bohnen geregnet, oder was? Hier noch. Ja, ich renne ja schon. Sehr schön. Boah. Das hat sich gelohnt. Das war einfach klasse. Wo sind wir? Durch diese Türen gelangen wir zu jeder Zauberspruchaufgabe, die wir gelöst haben. Versuch es noch einmal mit der Capere-Tractum-Aufgabe, wenn du möchtest, Ron. Oder wir laufen ein bisschen rum. Ganz wie du möchtest, Ron. Wir laufen erstmal ein bisschen rum. Die Frage ist, kann ich hier auch selbstständig wechseln, wer ich sein möchte? Nein, kann ich nicht. Impulso! Impulso! So. Ah, und die sammeln auch Bohnen für mich auf. Das ist ja cool. Impulso! Ah, und hier kann man auch mehrfach Impulse drauf verwenden. In der ersten Aufgabe schon zwei Räume übersehen. Impulso! Oder vielleicht auch Sachen, wo wir es mit späteren Zaubersprüchen hin können. Impulso! Impulso! Obwohl ich das nicht glaube. Das wäre wirklich sehr gemein. Aber wie viele Bohnen? Okay, jetzt auch mal gut, ne? Jawohl. Diese Aufgabe ist anscheinend gerade Warum ist jetzt ein Ladebildschirm? Oh Gott. Schau, ich glaube, wir sind im Nebenzimmer herausgekommen. Ich habe von diesem Raum gehört. Diese Porträts sind Abkürzungen zu jedem Stockwerk im Schloss. Ich frage mich, wie wir an die Passwörter kommen. Harry Potter, genau nach dir habe ich gesucht. Hallo Fred, wo ist George? Kümmert sich oben um den Laden. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für dich, Harry. Die Karte des Rumtreibers. Damit findest du dich in Hogwarts zurecht. Wow, danke Fred. Um diese Karte zu öffnen, kannst du jederzeit die Tab-Taste drücken. Komm, folg mir nach oben. Ich führe dich zum Laden. Sehr gerne, sehr gerne. 7 Stöcke. Da wohnt Hagrid. Okay, und hier können wir auch speichern, aber erstmal.
Das wollten wir ja eigentlich machen. Depulso! Weil Boden sollten wir schon haben, wenn wir in den Laden gehen. Ich habe viel gehen, ne? zu tun, wisst ihr? Wir sollten schnell zu Fred und George in den Laden. Ja, aber... Oh, jetzt sind wir Harry wieder. Aber erst müssen wir die Bohnen mitnehmen. Weil ohne Bohnen können wir uns nichts leisten. Dann sind wir schlechte Kunden. Oha, da gehen auch einfach andere Schüler rein, what the fuck. Und das sind alles Leute von den Bildkarten, ne? Das sieht aus wie Salazar Slytherin, das ist die, die sich in einen Wassergeist verliebt hat. Dass sie den magischen Käse da erfunden hat. Cool, das sind alles alte Bildkarten. Ja, wir folgen dir ja schon. Die Halle, die kennen wir auch noch. Von die jetzt sehr anders aussieht. Ah. Das geht nur zu dritt. Sehr, sehr cool. Hat sich doch schon ein bisschen geändert, Hogwarts. Oder kann ich auch zu dritt die Pulse drauf wirken? Okay. Egal. Hey Harry, hier drüben. Was möchtest du? Hey Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Oh, die können wir doch noch kaufen. Aha, Beatrice Bloxham. Ah, da steht sogar alles dabei diesmal. Nein, wir kaufen erstmal nicht. Nein, wir suchen danke. Die selbst vielleicht zu später. Finden erstmal. Dann bis später. Vielleicht kann man die auch gar nicht finden. Vielleicht müssen wir die kaufen. Aber wir versuchen es erstmal selbst. Hallo, Bora! Die kann man dann gegen Ende noch alle kaufen. Das Treppenhaus. Wir kennen es. Aber auch das hat sich verändert. Gehen wir erstmal hier runter. Aha. Hallo, Bora! Ja, hat sich schon einiges verändert. Ah, und hier werden wir dann ins erste Stockwerk verschlossen zu sein. Dafür brauchen wir dann die richtigen. Die Stockwerke gucken wir uns später an. Wir gehen jetzt erstmal dem werten Herr Weasley hinterher. Da habe ich schon einen Wasserspeier gesehen. Warum nutze ich nicht die magischen Treppen? Warum gibt es denn hier normale Treppen? Das ist ja langweilig. Professor McGonagall! Professor Dumbledore! Gut zu sehen, dass es dir besser geht, Harry. Danke, Professor. Ihr habt bemerkt, dass Hogwarts gegenwärtig einige der Dementoren von Azkaban im Auftrag des Zaubereiministeriums beherbergt. Ich wette, Sirius Black macht wegen der Dementoren hier einen weiten Bogen um Hogwarts. Kommt, Leute! George wartet im Laden. Folgt mir! Also, ich habe jetzt noch keine Dementoren gesehen, aber wenn das so ist... Ja, ganz oben natürlich, im siebten Stock ist der Laden. Hey, Harry! Auch da könnten wir Karten kaufen. Depulso! Hallo, Bora! Ich möchte aber noch keine Karte kaufen, tut mir leid. Hey, Harry! Hier drüben! Nee. Aha. Wenn wir hinter dieses Porträt schauen wollen, müssen wir bei Fred und George im Laden das Passwort kaufen. Depulso! Ah, dann können wir ein Passwort kaufen, dann... Depulso! Depulso! Was zum... Hallo, Bora! Ein Geheimraum. Das ist kein Geheimraum. Warum ist das kein Geheimraum? Ah. Tschüss. Fortuna Major. Fortuna Major. Die fette Dame. Oh, er hat Schild. Depulso! Rüstungen mit Schildern. Cool gemacht alles. Ich treffe euch beide später. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch zu Professor McGonagall muss. Ja. Was das nun wieder soll? Wer weiß. Hallo Harry, willkommen in unserem Laden. Wow, schau dir all die Sachen an. Geh einfach an den Gegenstand ran, der dich interessiert. Wir sagen dir dann, was es ist und wie viel es kostet. Aha, also hier könnte man auch Sammelkarten kaufen. Hier fehlen noch Sachen. Aber ich möchte ja erstmal keine Sammelkarten. Du könntest sogar Schokofrösche kaufen. Oh, das ist eine ganz besondere Sammelkarte, Harry.
Wir schenken sie dir, wenn du alle anderen Karten deines Satzes zusammenbekommst. Also es ist Harry Potter. Da gibt es wahrscheinlich die Passwörter. Karten will ich keine kaufen. Oh, guck mal, das ist der Troll. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Oh, für Birdie Bots. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, okay. Um das zu kaufen. Wir können nur das Birdie Bots Passwort kaufen. Und sonst nichts. Das kostet Kesselkuchen. Und die haben wir nicht. Und... Leider hast du nicht genug Kürbispasteten, um das zu kaufen. Kürbispasteten, okay. Naja, ich möchte auch gar nichts kaufen. Oh, Harry! Ich hoffe, du fühlst dich besser, nachdem... Du weißt schon... Wir haben Draco Malfoy um diese Karte erleichtert. Nein, nicht ich kaufe jetzt. Danke. Ich kaufe erstmal keine Karten. Das lohnt sich ja gar nicht. Dann gehen wir doch einfach wieder, Ron, oder? Komm bald wieder, Harry! Ja, das machen wir, wenn es sich für uns lohnt. Peeves! Peeves! Armer Potty und Wiesel. Sie haben keine Passwörter, keine Abkürzung durch die Potty-Tres. Oh, schau mal hier. Ich habe ein Passwort. Genau hier. Los, Ron, das Blatt kriegen wir. Entschleime. Genau. Lass uns zusammen zaubern und diesem verdammten Poltergeist eine Lektion erteilen. Rectus Sempra! Komm, stopp hier, Ron. War auch Peeves hat diesmal ein Upgrade bekommen. Der sah ja im zweiten genauso scheiße aus wie im ersten. Böser Potty und Wiesel! Ihr werdet noch von mir hören! Da bin ich mir sicher. Passwort. Wir haben die Passwörter! Komm, lass es uns versuchen! Jetzt können wir die Abkürzungen alle nehmen, oder was? Sehr schön. Die funktionieren nur bei den Porträts mit den Stockwerknummern drüber, stimmt's? Glaub ich auch. Damit sollten wir zurück ins Nebenzimmer kommen. Sternenlicht. Wir müssen jetzt zur Pflege magischer Geschöpfe. Und dieses Jahr unterrichtet Hagrid. Weiß einer von euch, wo wir hin müssen? Ich glaube, der Unterricht findet unten auf der Koppel statt. Seid ihr auf dem Weg zum Pflegemagischer Geschöpfe? Ich auch. Das ist toll, Neville. Lass uns zusammen gehen. Kommt, folgt mir. Hallo, Neville. Kommen wir jetzt überall lang? Todesfurcht. Ja, wir kommen jetzt überall lang. Gut zu wissen. Aber wir gehen natürlich jetzt mit Neville hinterher. Och, Hogwarts hat hier ein gutes Upgrade gekriegt, sag ich mal. Der Unterricht findet unten bei der Koppel statt. Hier lang. Hier lang. Da hinten sehe ich was, das ist erstmal wichtiger. Aha. Interessant. Schnell durch? Nein, nicht. Und hier? Auch nicht. Elas! Elas! Ah, da haben wir auch schon einen Geheimraum gefunden. Nicht euer Scheiß ernst. Okay, weil wir die Kurven gerannt sind, müssen wir nochmal hin. Nein, die Wildkarte will ich haben. Und im Kesselkuchen Kürbispasteten und Bohnen. Los, Harry. Sehr schön. Was für eine Bildkarte haben wir? Eine Tierwesen-Bildkarte. Doppelschwänziger Wassermolch. Kann in der magischen Menagerie in der Winkelgasse erworben werden. Schwimmt viel und liebt Algen. Okay. Wie nett, dass Neville auf uns wartet. Obwohl es wohl eher ein doppelköpfiger Wassermolch war, oder? Elasto! Hier gibt's immer so viel zu entdecken. Elasto!
Wir können einfach einmal im Kreis springen, oder was? Aha. Wer ist das? Hey Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Nein, wirklich nicht. Nein, nein. Nein, 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 danke. Eher nicht. Trotzdem danke. Naja, vielleicht später? Vielleicht, vielleicht. Mal gucken. Oh, hallo Neville. Depulso! Depulso! Hier erstmal alles abgreifen. Hey, weh, du hast gerade Boden von uns geklaut. Puh, die Rüstung sogar zerstört. Wir sind ja ein paar Raudis. Oh, da ist Hagrids Hütte. Mal gucken auf der Karte des Rumtreibers. Ah, wohnt Hagrid da? Ich dachte, er wohnt da. Aber anscheinend nicht. Wollen wir mal ein bisschen um Hagrids Hütte rum. Aha. Das zählt sogar als Geheimraum. Und eine neue Bildkarte. Gytrash. Großer, hundeähnlicher Geist, den man einzeln oder in Rudeln im verbotenen Wald antrifft. Mhm, interessant. Depulso! Depulso! Kürbispasteten! Depulso! Depulso! So werden Kürbispasteten gemacht. Depulso! 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 Boah. Hagrid, mach dir nichts draus. Du wolltest eh keine Kürbisse, ne? Kesselkuchen gibt's auch noch. Krass. Wie hab ich den denn gerade übersehen, bitteschön? Den einen Kesselkuchen. Hey, Harry, hier drüben! Nein, danke, ich möchte nicht handeln. Okay, hier können wir nicht lang. Da sind auch viel mehr Schüler unterwegs, so generell, ne? Zur Pflege magischer Geschöpfe geht es durch das Tor dort. Und das muss eine Wichtelplage sein. Wenn ihr drei mit den Wichteln fertig seid, geht es hier zu Pflege magischer Geschöpfe. Wichtelplage. Deine Entscheidung, Harry. Wir können noch ein bisschen erkunden oder Neville zum Unterricht folgen. Um die Wichtel würde ich mich schon gerne kümmern. Speichern wir natürlich vorher. Mit den Wichteln wären wir schon fertig, oder? Ging es hier zu den Wichteln? Wichtel! Ah! Lass mich in Ruhe! Wir haben es hier mit einer Wichtelplage zu tun. Nur ein Vertrauensschülerin. Können wir irgendwie helfen? Zaubert auf den Brunnen, um den Schwarm aufzuwecken. Ihr müsst zusammenarbeiten, um sie zu vertreiben. Erwischt ihr nicht alle Wichtel auf einmal, könnt ihr es immer wieder versuchen. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr den Schwarm besiegt. Schafft ihr es, alle Wichtel zurück in den Brunnen zu scheuchen, bekommt ihr alle 5 Karten des Satzes. Aber das ist nicht einfach. Easy, 5 Bildkarten? Depulso! Rectus Centra! Rectus Centra! Die helfen sogar mit, zwei. Ja, cool. Das sind so Open-World-Nebenquests. Das finde ich gut. Ausgezeichnete Arbeit! Die Vertrauensschülerin meinte, wir würden alle 5 Karten des Satzes gewinnen, wenn wir alle Wichtel vertreiben. Mhm. Einen haben wir schon, die gucken wir uns alle nachher in der Reihe an. Aber Rectus Sempras drin. Das ging ja gerade noch so hin. Ich kann auch nicht gedrückt halten, dass wir irgendwie zu dritt gleichzeitig Rectus Sempra wirken. Boah. Das ist ja wie im Krieg hier. Rectus Sempra! Ist ja wie im Krieg hier. Rectus Sempra! Oh. Rectus Sempra! Rectus Sempra! Rectus Sempra! Ui.
Ja, aber anspruchsvoll ist es noch nicht, aber wer weiß, vielleicht habt ihr doch einen Mega-Wischspiel. Ha! Den haben wir es gezeigt! Sehr schön. Die Schokofrösche lassen wir da mal, vielleicht brauchen wir die ja noch. Da kommen die nächsten. Dritte Welle. Und was macht ihr so in eurer Freizeit? Ja, wir gehen an den Brunnen und töten Wichtel. Das ist die richtige Beschäftigung für Drittklässler, Wichtel zu töten. Das ist eigentlich eine gute Übung. Eigentlich könnt ihr es hier im Unterricht machen. Ich meine, einfach so mal mit einer ganzen Klasse hier hingehen und alle schießen ein paar Wichtel ab. Das passt schon. Ausgezeichnete Zauberei, ihr beiden. Und noch eine Karte. Ja, das läuft ja wie ein Schnürchen hier. Da holen wir uns doch gleich alle fünf. Also nochmal hier anfangen, das brauchen wir dann nicht. Wir haben noch nicht einmal getroffen bis jetzt. Ja, aber das ist die vierte Welle und das sind schon richtig viele. Wenn man sich mal oben den Balken anguckt, wie der übrig ist. Wahrscheinlich war das früher so der Punkt, wo das Spiel einfach angefangen hat zu laggen wie noch was. Oh, die anderen können auch Leben verlieren. Hermine hat gerade Leben verloren. Gut gemacht, Ron. Du warst brillant, Hermine. Brillant. Noch eine Bildkarte. Letzte Welle, letzte Bildkarte. Muss man wirklich genauer zielen hier auf die Lichter. Also wenn man so ein bisschen daneben ist, dann wieder nicht Rictus Sempran. So. Das dürfen jetzt auch die letzten gewesen sein, oder vielleicht noch einmal. Wir haben jetzt alle Schokofrösche. Ich finde es schade, dass die Schokofrösche nicht mehr rumhüpfen. Das wäre jetzt cool, wenn hier einfach so 8 Schokofrösche rumhüpfen würden. Ah ne, einmal kommen noch, okay. Das sind jetzt aber die letzten. Weil er kriegt Wichtel gegen Zauberer. Bumm. Wir haben es geschafft. Yeah. Genau. Fliegt weg und kommt nie wieder. Das war einfach klasse. Und der Brunnen ist jetzt kaputt. Und. Wow, 6 Schokofrösche. Nice. Okay, dann gucken wir uns mal die Bildkarten an. Ah, Bildkarten berühmter Riesen. Bran der Blutdürstige. Mittelalter, Daten unbekannt. Lebte auf einem Schloss über einem magischen Bohnenstängel. Aß gerne Brot aus Bohnenmehl, das er mit dem Blut eines Engländers runterspülte. Wurde von einem Jungen namens Jack vernichtet. Ja, die Sage hier, Jack and the Giant. Zyklop, alter Grieche, Daten unbekannt. Einäugiger Riese, der in einer Höhle zu Fuße des Ätna lebte, wurde vom griechischen Helden Odysseus mit Hilfe einiger Schafe erschlagen. Genau, aus der Sage von Odysseus bekannt. Goliath, biblisch, Daten unbekannt. Von den Philistern im Krieg gegen die Israeliten eingesetzter Söldnerriese, wurde von einem Jungen mit einer Schleuder erschlagen. Mhm, David gegen Goliath. Morhold, alter Ire, Daten unbekannt. Riesiger Bruder des Königs von Irland verwundete den irischen Helden Tristan mit einem vergifteten Schwert, als dieser ihn vernichten wollte.
Der Name sagt mir tatsächlich nichts. Angus of Upper Barnton, 15. Jahrhundert. Riese, der vom bekannten Riesentöter Gifford Ollerton zur Strecke gebracht wurde. Und den Namen kennen wir tatsächlich schon, weil wir haben seinen Schlechter haben wir als Karte bekommen im letzten Teil und im vorletzten, nämlich den Riesentöter. Ja, nice. Da haben wir einen ganzen Satz Riesenkarten bekommen und die Wichtel vertrieben. Besser kann es ja eigentlich nicht laufen. So, und da hinten ist ein Speicherbuch und ihr wisst doch, was jetzt kommt. In den Unterricht zu Hagrid gehen wir erst in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.